Mathematik. Ja, Mathematik, weil dafür bin ich ja auch hier als Forschender und Lehrender. Aber Informatik ist natürlich auch super und benutze ich auch. Differenzieren oder integrieren? Ja, das ist natürlich für die Analysis schön, beides zu haben. Aber integrieren macht es schon glatter in der Mathematik. Aber man muss das auch differenziert betrachten. Beweis oder Beispiel? Für Mathematiker eigentlich eher ein Beweis. Aber Beispiele sind sehr wertvoll zum Orientieren. Und die verwenden wir natürlich auch oft. Pi oder E? Das ist eine schwierige Frage, aber ich würde erstmal sagen Pi, weil das kennen auch mehr und das hat halt so dieses kreisförmige Verbindende. Aber andererseits E hat sowas von Aufstieg, exponentielles Wachstum. Rein oder angewandt? Dazwischen würde ich sagen und immer mal das eine und mal das andere. Also ich würde sagen, ich selber mache nicht wirklich reine Mathematik, aber ich versuche es immer und mache auch nicht wirklich angewandte Mathematik, versuche es aber auch immer. Forschung oder Lehre? Auch hier beides, ja. Also das eine geht oder das andere nicht, das kennen wir ja gut. Forschung macht unheimlich viel Spaß, aber Lehre auch. Und für die Zukunft muss die Lehre natürlich auch eine hohe Priorität haben. Segeln oder Bergsteigen? Genau, für mich persönlich und hier im Norden Bergsteigen schwierig, ja, und ohnehin bin ich eher segeln unterwegs.